Die erste große Meisterschaft steht vor der Tür und ganze Teams werden immer wichtiger als einzelne Charaktere. Die Frage an euch ist jetzt, wisst ihr genau, welche Teams ihr bauen wollt und wie stark die Teams im Vergleich zueinander sind? Bei all den Charakteren kann man schon mal den Überblick verlieren. Glücklicherweise schwirrt diese große Arena-Team-Tierliste, die eine nette Person hier erstellt hat, im Internet herum und ich helfe euch in dieser Episode, diese Tierliste zu deuten, damit ihr genau wisst, was ihr wie einsetzen solltet. Also bleibt dran, Freunde, euer großer Arena-Erfolg könnte davon abhängen. Okay, Freunde, bevor wir anfangen, das Wichtigste zuerst. Nämlich hat die Person, deren Kontaktdaten ihr hier links am Rand sehen könnt, scheinbar diese Liste erstellt und deswegen geht erst einmal ein riesen Shoutout an diese Person, denn das hat mir persönlich tonnenweise Arbeit erspart. Ich stimme mit der Liste zu 100% überein. Ich hätte sie nicht anders gemacht, aber wenn sie schon da ist, kann ich mich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich sie euch zu erklären und das ist unglaublich gut. Ihr seht, die Liste wurde in insgesamt 4 Tiers eingeteilt und dann nochmal ein S-Tier. Und das S-Tier ist im Prinzip das Gott-Tier schlechthin, ja. Teams, die in diesem Tier drin sind, können im Prinzip nur von ganz, ganz wenigen Konterteams geschlagen werden oder eben untereinander. Und dann ist es eben so, dass Tier 1 das nächstbeste ist, dann kommt Tier 2, Tier 3 und Tier 4, sollte eigentlich selbsterklärend sein. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mit euch einmal ganz kurz über die Teams sprechen, zumindest über die wichtigsten Teams, Tier 1 bis Tier 2 vielleicht, damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür bekommt, warum die Teams da sind, wo sie sind. Und wir werden über die einzelnen Symbole sprechen, damit ihr die ebenfalls besser deuten könnt. Also Freunde, starten wir mal mit dem S-Tier. So, bei dem S-Tier könnt ihr sehen, dass ein Schutzschild hier angegeben ist und dieser Schild bedeutet, dass das Team in der Verteidigung gespielt werden sollte. Der Grund ist ganz einfach der, dass dieses Team hier mit Darth Revan, Darth Malak, Bastila Shine Fallen, HK-47 und dem Sith-Truppler sehr, sehr, sehr schwer zu besiegen ist. Es gibt nur sehr wenige Teams, die das Potenzial haben, das Team hier zu schlagen und damit ist dieses Team so eine Art Joker. Wenn das also, wenn ihr zu den Glücklichen gehört, die dieses Team besitzen, dann solltet ihr es deswegen in die Verteidigung stellen, weil die Gegner höchstwahrscheinlich nicht dazu in der Lage sein werden, dieses Team zu besiegen und damit auch nicht euer Feld komplett abräumen können und das kann euren Sieg schon mal ermöglichen. Ihr seht hier bei manchen Charakteren, dass da ein kleines Schloss über ihren Köpfen ist und das Schloss bedeutet, dass diese Charaktere wichtig sind, damit das Team in diesem S-Tier sein kann. Also diese Charaktere müssen unbedingt drin sein. Ihr könnt anstelle von dem Sith-Truppler beispielsweise auch den Sith-Marodeur oder den Sith-Assassin benutzen, die Sith-Assassine. Ja, das würde auch funktionieren. Also die Charaktere, die hier in klein angegeben sind, sind Alternativen, aber in dem Fall hier eben nur für den Sith-Truppler, weil die anderen 4 Charaktere unbedingt drin sein müssen, damit das Team hier als S-Team gelten kann. Schauen wir uns also mal das nächste Team an und das ist dann Jedi Knight Revan, also Jedi Ritter Revan und hier sieht das so aus, dass 3 Charaktere immer gesetzt sein müssen. Jedi Ritter Revan, Jolie Bindo und Großmeister Yoda, die übrigens auch als Dreierteam wunderbar sind. Wir kümmern uns hier aber erst einmal hauptsächlich um die Fünferteams, weil nämlich die ersten großen Arenen und die allererste große Arena überhaupt, wir wissen es ja schon, als Fünfer stattfinden wird und dafür sollte ja fit sein für die Fünferteams. Hier ist aber ein Punkt, man kann bestimmte Charaktere hier austauschen, zum Beispiel für Ezra. Warum es Sinn macht, hier einen Charakter rauszunehmen, erkläre ich euch gleich, wenn wir dann zu den anderen Teams kommen. Aber ihr seht, es wäre hier beispielsweise möglich, Bastila wegzulassen und dafür Ezra reinzupacken, wenn man Bastila als Anführerin für ein anderes Team spielen will, theoretisch, ja. Oder was am meisten Sinn macht, hier General Kenobi wegzulassen und da dann eben Ezra reinzupacken, weil General Kenobi, ihr seht das hier drüben schon, für das Galaktische Republik-Team benutzt werden sollte.
Also, wenn ihr dieses Team hier baut, könnt ihr es in der Verteidigung benutzen oder im Angriff. Es ist in beiden Situationen sehr effektiv. Dieses Team kann unter Umständen, wenn man richtig vorgeht, beispielsweise indem man hier Thrawn mit reinnimmt, sogar dieses Team hier oben besiegen. Das Darth Revan Team mit Darth Malak. In dem Fall würde man hier einfach General Kenobi weglassen und da dann Thrawn mit reinpacken. Übrigens, alle Charaktere, die unten als Plug and Play mit drin stehen, bedeutet, die passen in jedes Team. Ganz egal, was für ein Team ihr habt, ja, wenn das nicht gerade ein Charakter ist, der gesichert ist mit einem Schloss, dann könnt ihr auch irgendeinen von diesen Charakteren hier reinpacken und das Team wird stärker. Das sind einfach so dermaßen gute Charaktere und in diesem Team würde es eben Sinn machen, General Kenobi rauszupacken, Thrawn mit reinzunehmen, dann kann dieses Team tatsächlich Darth Revan besiegen in der Offensive, wenn man sich das Team für die Offensive aufhebt. Und General Kenobi könnte dann benutzt werden, beispielsweise für dieses Galaktische Republik-Team hier. Da ist er ja auch gesetzt. So. Wann macht es also Sinn, dieses Team hier in der Defensive zu spielen? Ganz einfach, wenn der Gegner keinen Darth Revan hat. Wenn ihr also einen Gegner seht, der auch Jedi-Ritter Revan hat oder vielleicht sogar gar keinen Jedi-Ritter Revan hat, dann könnt ihr dieses Team problemlos in die Verteidigung stellen, denn der Gegner wird höchstwahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Und in dem Fall ist eben Jedi-Ritter Revan auch euer Joker, an dem der Gegner nicht vorbeikommt, also das Feld nicht einnehmen kann und damit kann euch dieses Team in der Verteidigung schon mal einen Sieg sichern. Springen wir nun also zu den nächsten Charakteren im Tier 1. Und hier seht ihr insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Teams mit 5 verschiedenen Anführern. Und ihr seht, manchmal überschneiden sich Charaktere. Das ist aber völlig in Ordnung, denn ihr seid ja frei, Teams zu bauen mit den Charakteren, die ihr habt. Ja? Beispielsweise haben wir jetzt hier die gute Darth Treya als Anführerin mit Sion und Nihilus. Das Triumvirat ist auf jeden Fall gesetzt und muss drin bleiben. Es macht hier natürlich Sinn, beispielsweise den Truppler und Count Dooku mit reinzunehmen, wenn ihr jetzt beispielsweise den Truppler eben nicht für das Darth Revan Team benutzt habt, dann könnt ihr das Team hier, könnt ihr den Truppler hier benutzen, packt hier beispielsweise den Marodeur rein oder den Sith Assassin und hier könnt ihr dann eben auch anstelle von Dooku oder von dem Truppler entsprechend andere Charaktere mit reinpacken. Je nachdem, was euch lieber ist, wenn ihr so ein Symbol ist mit dem Sith Logo, ja, das bedeutet irgendein anderer unbenutzter Sith. Also diese drei sind immer gesetzt und dann einfach zwei Sith, die ihr gerade noch übrig habt, ja, ganz egal welche, da könnten auch beispielsweise Savage Opress oder Darth Maul mit reinkommen, aber die wären jetzt hier am effektivsten, einfach aufgrund des Fähigkeiten-Kits, das die haben. Das nächste Team ist ein Rebellenteam und das sollte genauso in der Offensive gespielt werden wie das Darth Treya Team, denn ihr könnt mit diesen beiden Teams sogar, je nachdem wie ihr das Team aufgebaut habt, ein Jedi-Ritter Revan Team besiegen, wenn ihr entsprechend gut spielt und natürlich ist der wichtigste Punkt immer Mods. Also wir sprechen, ich will das nochmal ganz kurz klären hier, völlig klar, wir gehen immer davon aus, dass ihr die Mods habt, um die Teams zum Laufen zu bringen, ja, mit schlechten Mods funktionieren die besten Teams nicht und dann ist es eigentlich völlig egal, was für ein Team ihr habt. Ihr werdet wahrscheinlich zum Beispiel mit einem Tier 1 Team könnt ihr gegen ein Tier 2 Team verlieren, wenn das Tier 2 Team einfach viel bessere Mods hat als euer Tier 1 Team. Ja, so viel dazu. Aber wenn ihr eben ein höheres Tier habt, dann ist die Chance hoch, dass ihr eben schwächere Mods damit ausgleichen könnt. Es ist schon mal eine Hilfe, aber Mods sollten trotzdem gut sein, vor allem wenn ihr eben innerhalb eines Tiers gegeneinander kämpft oder ein höheres Tier schlagen wollt, dann braucht ihr eben entsprechend gute Mods. Ja? Wenn ihr ein niedrigeres Tier schlagen wollt, dann brauchen eure Mods nicht so gut zu sein. Wenn ihr also beispielsweise in dem Team hier oben einen Thrawn mit reinnehmt, anstelle von Count Dooku zum Beispiel, und anstelle von dem Sith-Truppler eine Bastila-Shan Fallen, dann seid ihr in der Lage, mit diesem Team zum Beispiel Jedi-Ritter Revan zu besiegen. Aber wir gehen ja davon aus, dass ihr möglichst viele verschiedene Teams bauen wollt, und dann würde dieses Team in der Form hier Sinn machen. So, also daher das Team eher in der Offensive spielen, weil ihr das braucht, um eben alle niedrigeren Tiers oder Teams in einem Tier auszuschalten oder eben sogar das Potenzial habt, ein höheres Tier auszuschalten. Deswegen machen die beiden Sinn der Offensive. Vor allem eben Commander Luke Skywalker Rebellenteam, das so aufgebaut ist, wie es hier ist. Falls ihr R2-D2, C3PO nicht habt, könnt ihr auch gerne Chirrut und Bass damit reinpacken oder eben anstelle von C3PO auch den alten Ben. Das würde auch Sinn machen. Wichtig ist aber immer, dass Commander Luke Skywalker
Skywalker, Han Solo und Chewbacca in dem Team sind. Und falls ihr das Team so aufbauen könnt, wie das hier oben angegeben ist, ist es auf jeden Fall die stärkste Variante. Und natürlich in der Offensive, weil es in der Defensive nicht so gut ist, ja. Ihr müsst wirklich mit diesem Team einen Charakter nach dem anderen vom Gegner rausnehmen. Und das bietet sich hier halt eben ganz besonders an. Springen wir also zu einem sehr guten Verteidigungsteam in Tier 1. Das ist die Galaktische Republik. Und falls ihr C-3PO nicht im Rebellenteam benutzt, dann könnt ihr ihn gerne im Galaktische Republik-Team benutzen. Da macht er nämlich sehr viel Sinn, anstelle von Barriss Offee. Falls ihr aber C-3PO im Commando Luke Skywalker-Team benutzt, dann packt ihr hier einfach Barriss Offee mit rein. Und ihr seht, die ersten vier Charaktere sind definitiv gesetzt. Dieses Team ist unglaublich stark in der Verteidigung, sehr, sehr nervig und kann wirklich nur von sehr wenigen Teams besiegt werden. Wenn ihr C-3PO mitnehmt, dann hat dieses Team sogar Potenzial, Darth Revan inklusive Darth Malak zu schlagen und sogar ein Imperium-Team zu schlagen, das ja eigentlich als Konter dagegen galt. Und das ist schon wirklich sehr, sehr viel wert. Das hier unten ist übrigens der Klon Krieger Chewbacca. Der kann auch anstelle von Barriss Offee mitgenommen werden, dann zum Beispiel in der Offensive, weil der Klonkrieger Chewbacca in der Lage ist, unheimlich viel von diesem Mut aufzubauen, den man bekommt durch Padme, und damit ist in der Lage, die meisten Charaktere zu one-shotten. Da gibt es ein witziges Video dazu, das hat, glaube ich, der gute Arnold gemacht. Ich verlinke das Video mit den Klontruppen Chewbacca einfach mal oben rechts in der Ecke auf dem kleinen i. Klickt da einfach drauf und schaut euch das Video dann an. So, als nächstes Team für die Verteidigung angegeben ist hier General Grievous. Das ist ein Team, das wird sehr, sehr, sehr schnell unterschätzt. Und ihr seht, das ist das reine General Grievous Separatisten-Team. Ihr könnt aber einzelne Charaktere austauschen. Die ersten vier Charaktere müssen immer sein, aber die Magna-Wache steht zur Debatte. Man kann zum Beispiel anstelle von der Magna-Wache Nute Gunray mitnehmen, wenn man Nute Gunray in kein anderes Team reinpackt, ja. Dann ist Nute Gunray nämlich in der Lage, mit diesem Team hier sogar Jedi Knight Revan zu besiegen. Jedi Ritter Revan zu besiegen. Wenn ihr dieses Team spielt, so wie es ist, kann es Jedi Ritter Revan besiegen, ist ein bisschen wackelig. Wenn ihr Nute Gunray da reinpackt, ist es sogar sehr gut dazu in der Lage, Jedi Ritter Revan zu besiegen, egal in welcher Konstellation, und das ist saumäßig viel wert. Der Grund, warum es hier für die Verteidigung angegeben ist, ist ganz einfach der, es gibt einfach zu wenig Teams, gegen die dieses Team hier gut ist in der Offensive. Es gibt ein paar, die meisten Teams, ich muss ja nicht dazu sagen, dass alle Tier 1 Teams gut sind gegen Tier 2, Tier 3 und Tier 4. Wenn ihr das Team also in der Offensive aufhebt, klar, geht es gegen die anderen Tiers vor. Aber innerhalb dieses Tiers ist das Team hier eher benachteiligt gegen die meisten anderen Teams. Commander Luke Skywalker kann dieses Team besiegen, Sith Triumvirat kann dieses Team besiegen, die Nachtschwestern sowieso. Und dieses Team kann zwar die Galaktische Republik besiegen, aber es kann auch andersrum ausgehen. Deswegen macht es hier mehr Sinn, das Team in die Verteidigung zu stellen, weil der Gegner wird es unterschätzen. Ihr habt doch die Möglichkeit, hier T3M4 oder L337 mit reinzupacken anstelle von der Magna-Wache, wenn ihr keine andere Verwendung für die Charaktere habt. Beispielsweise bietet T3M4 mehr Heilung oder mehr Buffs vom Gegner entfernen. Und L337 ist ein super Tank, der eben auch Debuffs vom eigenen Team entfernen kann. Also passt auch sehr gut rein, um das Team noch ein bisschen zu verstärken, wenn ihr die Magna-Wache nicht habt, nicht nehmen wollt oder eben die anderen Charaktere rumfliegen habt. So, die Nachtschwestern sind ein grandioses Team, auch aus Tier 1, das für die Offensive und die Defensive benutzt werden kann. Guckt einfach, wie stark euer Nachtschwester-Team ist, wofür es am meisten braucht. Selbst ein Nachtschwester-Team kann in der Offensive gegen Jedi Ritter Revan gewinnen und natürlich gegen alle anderen Tiers sowieso. Und es ist für alle anderen niedrigeren Tiers unheimlich schwer, gegen ein Nachtschwester-Team zu gewinnen. Ihr könnt hier, ihr solltet hier auf jeden Fall Asajj Ventress und Mutter Talzin mitnehmen. Ihr seht, beide sind rot eingekreist, rot markiert. Das bedeutet, beide Charaktere würden als Anführer Sinn machen. Das ist von der Situation abhängig, wer am meisten Sinn macht. Beide sind gut, ja, richtet euch einfach danach, mit wem ihr euch am wohlsten fühlt. Und Darker und Zombie sind Pflicht. Der Geist steht immer zur Debatte. Der Geist würde hier, wäre hier am stärksten eigentlich. Falls ihr den Geist aber nicht ausgebaut habt, warum auch immer, weil ihr vielleicht beispielsweise eher ein Nachtschwester-Raid-Team habt und der Geist hat da nicht so viel Sinn gemacht, dann nehmt ihr einfach die andere Nachtschwester mit, Talia oder die Akolytin. Die würden hier auch wunderbar in das Team reinpassen. Also da macht ihr nichts falsch und können beide offensiv und defensiv gespielt werden. Ihr seht die wahrscheinlich meistens in der Defensive. Es gibt aber vielleicht einen oder anderen Spieler, der hat einfach nicht so viele Defensivteams. Der hat die Nachtschwestern vielleicht nur für die Offensive, der braucht die einfach für die Offensive. Dann nehmt ihr auch gerne mit für die Offensive.
So, ich denke, ihr habt schon mal den ersten Überblick jetzt über die beiden wichtigsten Tiers, das S-Tier und Tier 1. Das sind momentan die absoluten Meta-Teams. Und ich kann euch sagen, Freunde, in der Zukunft werden Separatisten und Separatisten-Druiden noch viel wichtiger werden. Wenn Ausrüstungsstufe 13 raus ist, werden gerade Charaktere wie General Grievous und Padme, die mit ihrer maximalen Gesundheit skalieren, noch viel, viel, viel mächtiger werden. Zum einen das und zum anderen seht ihr ja hier hinten, das sind ein paar Teams, zum Beispiel die Klone oder hier noch Separatisten mit Count Dooku und die ganzen Geonosianer. Da steht doch nicht ganz fest, wo man die einordnen kann, weil die Frage ist, wie gut werden die Reworks von den einzelnen Charakteren sein und was wird da noch kommen? Wir wissen ja, dass Wat Tambor noch kommt und wir wissen ja, dass die geonosianische Brut Alpha kommt und ich kann euch jetzt schon mal sagen, auch wenn sich auf der Liste drauf steht, ihr könnt ein Team bauen mit Nute Gunray, Count Dooku, danach noch, vielleicht wenn ihr wollt, Asajj Ventress, falls ihr sie nicht habt, ist das nicht weiter schlimm, dazu dann noch beispielsweise Sunfag und Wat Tambor da noch mit rein oder vielleicht die geonosianische Brut Alpha und dieses Team würde auch in Tier 1 gehören, aber für die Offensive. Es ist ein Team, das sich nicht gut in der Defensive hält, das ist aber dazu in der Lage, Jedi-Ritter Revan zu besiegen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mit meinem aktuellen Nute Gunray-Anführer-Team Jedi-Ritter Revan-Teams verprügel, klickt bitte oben rechts auf das kleine i, dann könnt ihr mein Video sehen, in dem ich erklärt habe, wie das funktioniert, was die Stärken und Schwächen von dem Team sind. Und ich kann euch sagen, wenn Wat Tambor raus ist, wird dieses Team noch stärker und definitiv einen sicheren Platz haben in Tier 1. Und manche Teams werden vielleicht, wie beispielsweise Padme oder Grievous, das Potenzial haben, sogar für Tier S, wenn eben noch ein, zwei neue Separatisten rauskommen, um die zu verstärken, ja. Wat Tambor könnte zum Beispiel anstelle von der Magna-Wache, wenn hier Wat Tambor drin ist, könnte der dafür sorgen, dass dieses Team sogar ein S-Tier-Team wird. Also nachdem Tier S und Tier 1 abgeschlossen sind, sprechen wir noch einmal ganz kurz über die anderen Teams hier. Die sind eigentlich selbsterklärend. Ihr wisst jetzt, was die Schlösser bedeuten. Ihr wisst jetzt, was die einzelnen Symbole bedeuten. Schild für die Verteidigung. Schild und Schwert heißt Verteidigung und Angriff. Nur Schwert heißt eben nur für den Angriff. Und ihr könnt einfach gucken, welche Charaktere das sind, was übrig geblieben ist und was ihr daraus bauen könnt. Purpatine-Team zum Beispiel, das Imperium-Team mit Purpatine, den imperialen Suchtruiden, ist sehr solide, ist zum Beispiel gut gegen Nachtschwestern, ist auch gut gegen Separatisten. Druiden, da kann es funktionieren. Es ist sogar ein Konter gegen ein Galaktische Republik-Team noch, ja. Zumindest nicht, wenn nicht C3PO drin ist. Also ist das sehr solide. Dieses Team hier mit der alten Republik könnt ihr auch wunderbar benutzen. Ihr müsst die Charaktere sowieso farmen, um den guten Darth Revan freizuschalten. Und ihr könnt es wunderbar noch benutzen für Tier 2 als Verteidigungs- oder Angriffsteam. Die meiste Zeit wahrscheinlich eher in der Verteidigung, weil ihr wahrscheinlich die meisten Angriffsteams hier aus Tier 1 herausholt. Kopfgeldjäger immer noch sehr solide in der Verteidigung, halten sich wunderbar. Ihr könnt hier anstelle von Dengar oder von Sam Wessel irgendeinen beliebigen Kopfgeldjäger einsetzen. Ich würde hier an der Stelle eben anstelle von Sam Wessel wahrscheinlich Greedo mitnehmen oder Cad Bane oder sowas, aber das ist euch überlassen. Das erste Ordnung-Team sollte am besten so bestehen bleiben, wie es ist, weil es einfach das effektivste erste Ordnung-Team ist, das ihr bauen könnt. Bei dem Imperium-Team ist es auch so, dass ihr hier eben auf jeden Fall Palpatine und Vader braucht, damit das Team funktioniert und dann könnt ihr eben drei weitere imperiale Charaktere einsetzen, die euch lieb sind, was auch immer ihr gerade habt. Ihr könntet Thrawn da einsetzen oder ein paar andere, was gerade noch übrig ist bei euch. Dieses Team hier, das Schurkenteam, ist unheimlich gut für die Verteidigung. Es kann von gleichen Teams oder von gleichen Tiers oder niedrigeren Tiers sehr, sehr, sehr schwierig besiegt werden, wenn überhaupt. Und es erfordert auf jeden Fall höhere Tiers oder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit höhere Tiers, damit es geschlagen werden kann. Wichtig ist hier, dass eben Kira drin ist, Vendor, Chewbacca und L337, die beleben, Vendor, Chewbacca kann nämlich wiederbeleben, L337 ist der wichtige Tank und Kira als Anführer. Die meisten Spieler packen hier Mission und Salbar rein, wenn ihr beispielsweise das Team hier oben nicht spielt. Falls ihr aber das Team hier oben komplett spielt, könnt ihr hier aber auch Han Solo und Lando mit reinpacken, jeweils die beiden jüngeren Varianten und natürlich in der Verteidigung spielen, weil das Team nicht viele Teams in der Offensive schlagen kann. Das ist ja so ein Team, das für Timeout sorgt, ja, die Zeit läuft ab und der Gegner rennt sich die Zähne aus. Dann haben wir noch ein Team, das in der Offensive und Defensive gespielt werden kann. Widerstand mit Rey. Dieses Team hier ist das wichtigste Team, ganz klar, ja, was hier oben steht. Der Grund, warum dieses Team hier oben steht, ist ganz einfach der. Ihr könntet C3PO hier mit reinpacken, R2D2 und noch Amelin Holdo. Dann wäre das Team vielleicht ein bisschen stärker, reicht aber trotzdem nicht unbedingt aus, um auf Tier 1 zu kommen. Und außerdem braucht ihr diese Charaktere wie R2D2 und C3PO für andere Teams, die viel stärker sind.
nämlich Kommando Luke Skywalker oder Galaktische Republik. Deswegen macht es Sinn, das Team hier eher so zu lassen, wie es ist, als ein Tier 2 Team, okay? Dasselbe gilt für hier mit dem Bastila-Team. Wenn ihr beispielsweise Bastila nicht im Jedi-Ritter-Reva-Team reinpacken wollt, so wie ich das aktuell manchmal mache, weil ich keine andere Möglichkeit habe, dann packt man hier zum Beispiel Ezra rein und hätte dann eben die Möglichkeit ein, oder man, nicht Ezra, man packt hier irgendwas anderes rein, beispielsweise hier Einsiedler Yoda, packt ihn hier noch rein, dann ist Bastila ja alleinstehend und dann kann man eben dann ein Team aus Bastila bauen. Das macht Sinn, wenn ihr kein Jedi-Ritter-Revan habt oder wenn ihr eure Teams aufsplitten wollt in irgendeiner Weise in zwei einigermaßen effektive Jedi-Teams, ja. Aber ihr merkt schon, eigentlich ist es besser, ihr seht, Jolie passt besser zu Jedi-Ritter-Revan. Bastila ist eigentlich auch relativ wichtig wegen ihren Buffs. Ezra, ne, passt auch mehr rein, vor allem Großmeister Yoda, ne? Also um die beiden geht's eigentlich hier, Jolie und Großmeister Yoda. Wenn ihr dieses Team bauen könnt, baut das und macht einfach den Rest da draus, ja? Ihr könntet beispielsweise Bastila weglassen und hier irgendeinen anderen Jedi reinpacken, wie, keine Ahnung, Plo Koon oder so, dann ist Bastila frei und dann macht ihr ein Team mit Bastila, Einsiedler Yoda, Ben oder so, ne? Das wäre alles möglich, aber dann müsstet ihr eben auf Charaktere verzichten, die vielleicht hier besser aufgehoben sind. Macht ihr einfach das Beste draus. Jeder andere Jedi würde hier gut funktionieren. Aber ihr seht, ne? Es gibt bessere Varianten. Tier 3 und Tier 4 sind deswegen da, weil sie doch sehr beschränkt sind in ihrer Einsatzfähigkeit. Und der Grund, warum die hier aufgelistet sind, ist ganz einfach. Ihr habt diese Charaktere höchstwahrscheinlich gefarmt. Ihr braucht imperiale Truppler, ihr braucht Phoenix, ihr braucht Rogue One. Das hat was mit der Territorialschlacht zu tun. Ihr braucht die Ewoks, um eben an C-3PO zu kommen. Hier sind Rebellen, die ihr wahrscheinlich irgendwann mal gefarmt habt mit Wedge und Biggs, deswegen Wix. Wahrscheinlich habt ihr auch irgendwann mal diese Charaktere hier gefarmt. Darth Maul, Savage Opress und so weiter, ne? Da könnt ihr eben noch semi-effektive Teams mitbauen, die ganz gut sind, die eben nicht von einfachen Trash-Teams besiegt werden können. Aber wenn ihr diese Teams hier in Tier 1, 2 und 3 farmen und aufbauen könnt, dann benutzt ihr die natürlich, aber höchstwahrscheinlich kommt ihr an diesen Teams hier nicht vorbei, um an die zu kommen. Und deswegen sind die hier nochmal aufgelistet. Die werden die meisten Spieler von euch einfach haben, ja. Und dann setzt ihr die ein, so wie das hier steht. Angriff oder Offensive, Defensive. Imperiale Truppler zum Beispiel können sogar gegen die Nachtschwestern gewinnen, wenn die Nachtschwestern nicht Enfys Nest reingepackt haben. Ja, wenn jetzt zum Beispiel anstelle von dem Geist Enfys Nest drin ist, dann haben die imperialen Truppler schweres Spiel. Wenn aber der Geist drin ist und nicht Enfys Nest, dann wären die imperialen Truppler zum Beispiel dazu auch in der Lage, Nachtschwestern zu besiegen, weil sie ein Konter dagegen sind. Und das ist bemerkenswert. Zu guter Letzt haben wir Tier 4, ne? Das sind halt diese Teams hier, ein paar Rebellenteams, die einfach nervig zu besiegen sind. Die kennen wir alle zu Genüge. Und ein paar Charaktere, die sich noch beweisen müssen. Und zu guter Letzt haben wir auch noch hier Plug-and-Play-Charaktere, die habe ich vorhin schon mal angesprochen. Die passen in jedes Team. Also egal, welches Team ihr nehmt, hier zum Beispiel anstelle von den Truppler könnt ihr Enfys Nest reinpacken. Ihr könntet Thrawn reinpacken. Sogar Einsiedler Yoda würde unter Umständen Sinn machen oder der Wampa. Und dasselbe gilt hierfür. Anstelle von General Kenobi könnt ihr Enfys Nest reinpacken oder Thrawn oder so. Ja, das ist euch völlig frei. Also wann immer ein Team Charaktere hat, die nicht mit einem Schloss gesichert sind, also nicht als definitiv gesetzt sind, könnt ihr gerne Plug-and-Play-Charaktere reinmachen und euer Team wird bestimmt auf die eine oder andere Weise besser. So, Freunde, ich bin fertig hier an der Stelle. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Teams, schreibt die bitte gerne in die Kommentare unter dieses Video, denn ihr wisst, Freunde, ich lese alle Kommentare und ich beantworte alle Kommentare. Ich bin immer für euch da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Teilt das Video gerne an alle, damit auch wirklich jeder fit ist für die große Arena. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, wie gesagt, bleibt dran an meinem Kanal, denn ich halte euch immer auf dem Laufenden mit den aktuellsten, interessantesten Neuigkeiten und natürlich allem anderen Spaß, der noch so mit dazugehört. Vielen Dank und möge die Macht in der großen Arena ganz besonders mit euch sein.